Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Flashback. Ja, wie versprochen von mir, gibt es heute für euch ein kleines Tutorial erneut. Ihr habtet euch ja, oder ein paar von euch hatten sich ja gewünscht, dass ich auch mal so zeige, wie ich jetzt eigentlich farme. Ich habe euch ja das letzte Mal erklärt oder schon zweimal erklärt gehabt, wie ich farme, also was ich farme. Aber ich habe euch nicht erklärt, wie. Also, ich habe es euch nicht gezeigt. Dies möchte ich euch in diesem kleinen, kurzen Tutorial erklären. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich bin ins Portal ausgegangen, durch das Portal der VIP-Farmwelt. Ich befinde mich hier in der VIP-Farmwelt. Hab mir hier kurz und knackig mal eine Höhle gesucht. Und dann sind wir schon mal im ersten Punkt. Bergbau, also Farm, Mine. Also Mine halt Eisenfarm und so weiter. Ich gehe halt in eine Höhle. Also ich strip meine nicht, ich bevorzuge das nicht, das kann man na klar auch tun. Aber ich suche mir lieber, wenn jeden Freitag, was ja aktuell der Fall ist, die Farmwelt gesettet wurde, suche ich mir eine Höhle und farm hier ganz schmackotastisch, sorry, dass jetzt mein Handy geklingelt hat, Eisen. Das bringt so, also wenn du schnell bist, so gut 2-3 Stacks, wenn die Farmwelt gesettet ist, am Anfang auf jeden Fall. Ansonsten, naja, eher weniger. Ich habe es nicht mal aufgesammelt. Also ihr könnt da klar immer nach Eisen suchen, nur halt nach so ein paar Tagen ist dann die Farmwelt ein bisschen ausgelutscht. Und ja, ich empfehle euch immer, wie beim letzten Mal, wo ich schon gesagt habe, nehmt euch ein bisschen Musik mit, macht euch Spotify eine YouTube-Playlist, was auch der Geier will. Weil das kann gut und an mal ein bisschen langweilig werden. Dann kommen wir auch zu Punkt 2, Angeln. So, dann wären wir auch bei Punkt 2 angelangt, nämlich das Angeln. Ja, ich habe mir jetzt in der Citywild hier so einen knackigen Teich abgelegen gefunden. Hier farme ich öfters mal meine Fischis. Ja, meistens auch mit ein paar Friends. Und dann warten wir, bis ein Fisch kommt. Da kommt sogar schon einer. Also das kann teilweise ein bisschen dauern, bis hier überhaupt etwas... Ach so. Sagen, bis er überhaupt etwas anbeißen tut. Deswegen ist das gut und ganz ein bisschen langweilig. Daher mache ich das eher selten, aber es bringt gut XP wegen meinem Werkzeug zum Reparieren und es gibt halt auch eigentlich recht gut Geld. Am besten, wenn ihr glaube ich Haltbarkeit 3 und Haltbarkeit 3 und Köder 3 habt. Das lohnt sich, glaube ich, am besten, weil irgendwie das kombiniert sich nicht so ganz, keine Ahnung, gerade mehr. Also hier empfiehlt sich es auf jeden Fall, nicht das alleine zu tun, weil ich bin tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, ich bin schon mal wirklich beim Angeln eingeschlafen. Das war wirklich nachts um 4 im Sommer, scheiß die Wandern. Na gut, meine Freunde, dann wären wir auch bei Punkt 3 angelangt, dem Holzfällen nach langer Suche habe ich irgendwie immer noch keinen Schwarzeichenholzwald gefunden. Nämlich, es empfiehlt sich im Schwarzeichenholzwald zu farmen, da man einfach größere Bäume hat. Und wenn man im Level auch in Holzfäller Höhe ist, einfach mehr Holz farmen kann auf einmal. Es geht alles viel schneller. Also man kann gut und knapp in einer Stunde so mit dem richtigen Werkzeug Effizienz 4 Haltbarkeit 3 hexen. Ich habe mehrere. Gut und ganz 800 DM verdienen, wenn man schnell ist, na klar. Ich bin ja auch jetzt nicht so der Niedrigste im Holzfäller. Mache ich hier einfach auch wieder ein bisschen Holz fallen. Halt, der Einkauf besteht aus Farmen. Man macht die meiste Zeit Farmen. Man muss gucken, einfach, wie man es sich am attraktivsten gestalten tut. Musik hören, schwätzen. Ich lege es euch immer noch ans Herz, kann ich eigentlich jedes Mal sagen. Weil... ich verstehe auf jeden Fall jeden, der dann klar auch sagt, hier, das ist mir total langweilig, ich gehe wieder. Aber rumheulen und rummeckern bringt halt auch nichts. Man muss halt gucken, was man macht. Man muss das Beste draus machen. Ich habe jetzt auch nicht einfach so mal mein Geld einfach mal so von heute auf morgen bekommen und habe auch ganz lange gespielt. Schon jetzt. Also es kommt auch nicht von hier. Du machst mal die Hand auf und dann gut ist. Das war auch alles harte Arbeit. Ja, dann habe ich euch jetzt
eigentlich meine drei Schritte so ungefähr erklärt. Noch zum Bergbau wollte ich dazu ergänzen. Also ich farm so immer so auf Höhe 20 und da sehe ich ja, da haben wir doch, guck mal, da haben wir doch Schwarzeichenholzwald. Nee, zu, also ich farm immer auf so Höhe 20. Da irgendwie, also so paar 20, da ich irgendwie gehört habe, keine Ahnung, kann mich ja jemand verbessern, wenn er denn mehr weiß. Also da gibt es irgendwie halt auch relativ viel Eisen, Gold und so weiter. Da, jetzt habe ich mal so ein paar Bäume abgerast. Und bin sogar ein Level aufgestiegen. Normalerweise geht das alles noch viel schneller. Wo ich eine Farm machen konnte, dann hat es, na klar, alles noch viel schneller funktioniert. Aber das geht ja nicht mehr, weil man darf ja hier keine Setzlinge mehr pflanzen. Bitte farm nur auf ein passendes Grundstück. Ja, ja. Bisschen doof. Naja, dann hoffe ich euch, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich klar von euch über eine positive Bewertung freuen, ne? Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei oder übermorgen. Keine Ahnung, wann er wiederkommt, weil morgen ist hier wieder ekliger Montag. Ich hasse Montag und dann geht sogar noch der neue Stundenplan, Leute. Ich hoffe, euch geht's nicht so wie mir, wie in meinem schrecklichen Stundenplan. Dann würde ich mich na klar freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag/Abend. Haut rein!